Hier am Touristinfo Montenau, direkt neben dem Fennbahnradweg, steht sie. Die neue Fahrradservicestation. Finanziert wurde sie von der VOG Fahr mit. Sehr zur Freude der Gemeinde Amel. Diese Station hat den Mehrwert, dass in einer Umfrage auch gezeigt hat, dass der Bedarf da ist, um Leuten, die von hier aus den Ravel nutzen, Richtung St. Veit, Richtung Kaiserbaracke, Industriezone oder sogar Richtung Vielzalm über die neue Strecke Born-Vielzalm, den Bedarf sehen, hier eine Station zu haben, wo sie ihr Fahrrad reparieren können bzw. nochmal überprüfen können, ob alles in Ordnung ist. Seit gut einer Woche steht die Station. 3.000 Euro hat sie gekostet. Die VOG Fahr mit hat 95% der Gesamtkosten übernommen. Sie hat vor einigen Monaten einen Projektaufruf gestartet und sich für die Gemeinde Amel entschieden. Also dieser Projektaufruf ist im Mai 2022 gestartet und da haben wir Projekte unterstützt, die eigentlich andere Lösungen als wie das Einzelauto anbieten. Sei es Reparatur- und Ladestationen, sei es Projekte für Schulen, für die Sicherheit zu stärken, dass die Kinder wieder zu Fuß zur Schule kommen oder auch mit dem Fahrrad. Oder eigentlich alle anderen Lösungen, die man so anbieten kann, damit Leute weniger das Privatauto nutzen. Was die Fahrradstation alles bietet, erklärt der Schöffe selbst. Es ist eine Reparaturstation, das heißt, das Fahrrad wird eingehangen und man hat hier an diesen Drahtseilen das komplette Werkzeugbesteck für eine Fahrradreparatur. Gleichzeitig hat man hier an der Seite eine Pumpe für den Reifendruck nachzupumpen und zu überprüfen. Und der Clou an dieser Station ist eigentlich diese doppelte Funktion. Das heißt, man hat die Möglichkeit, den Akku dieses Fahrrads einfach hier reinzutun, dann einsteckern. Und wie kommt die Station bei den Radfahrern an? Matthias und Daniela sind gerade auf der Durchreise. Sie kommen aus der Schweiz, ihr Ziel Dänemark. Wir waren auch schon einmal, jetzt nicht gerade heute, aber auch schon mal sehr froh um eine solche Station, nur schon um die Reifen aufzupumpen, aber auch sonst mit den Reparaturwerkzeugen. Einmal fehlte zwar, da muss man immer schauen, dass alles da ist. Hier in der Fahrradstation in Amel fehlt jedenfalls nichts. Egal ob platter Reifen, lose Schrauben oder leerer Akku, mithilfe der Station kann die Fahrt gut und sicher weitergehen.